Ihr wollt wissen, was ich schon wieder bei der Hilfsfabrik mache? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. So. Musik, sehr gut. Wir wollen ein paar Raffinerien bauen. Und wenn dieses komische System so funktionieren würde, wie es soll. Da standen mal 228. Ich habe das ein bisschen geändert. Da steht jetzt nur eine. Weil ich zu den Blaupausen gegangen bin und gesagt habe, ich mach mal eine Blaupause hierfür. Mach immer das weg. Ne? Letztendlich kann ich euch die zeigen eben. Ja, ich kann sie auch einfach bauen. Wollen wir sowieso machen. Sind letztendlich drei Stück nebeneinander schon so weit verbunden auf der einen Seite. Wir haben ein bisschen was vor uns. Wir brauchen ja jetzt noch diese 74 Stück davon. Allein schon wegen, also fürs, nur für Iron Ingots, also Eisenbahn, brauchen wir 73 Raffinerien. Ein kleiner Block. 73. Nein. Natürlich nicht. Egal. Und bin mir noch nicht sicher, wo ich sie genau oder wie ich sie genau hinstellen will, aber ich glaube, ich lasse sie hier zwischen. Bis hierhin sind wir gekommen. Ich will jetzt den freilassen und den freilassen. Und dann sagen, ab dieser Reihe hier gehen wir los. Und lassen wir immer genug Platz über. Hier noch einen dahin. Also, da ist unser Anschlagspunkt. Dann gucken wir doch mal, wie es aussieht. Ob wir das halbwegs vernünftig auf diesen Punkt kommen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ah. Habe ich gerade Quatsch mit Ton gemacht. Tut mir leid. Okay, also. Wir haben direkt drei Stück. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal hin. Das ist erstmal eine Höhe hin. Ich muss hier vorne gehen und hin. So. Jetzt richtig sehe. Die sind halt jetzt ein bisschen fiddelig aufzubauen. Aber das kriegen wir trotzdem hin. So. Oh, jetzt wird das direkt gut gesetzt. Das ist super. Oder da vorne komme ich nicht mehr damit. Natürlich ist hier wieder kein Strom. Wunderbar. Und uns natürlich. Material fehlt uns. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Ja, also das wird das System. Einfach die Dinger so schön hier hinspammen. Vier Stück haben wir immerhin hingekriegt. Jetzt haben wir natürlich noch kein bisschen die Kupferbleche da drin. Das ist nicht schön. Wenn ich jetzt die Kupferbleche, Kupferbleche da drin haben möchte, muss ich mir die von da drüben holen. Ich bin gerade echt versucht, dass wir uns jetzt hier schön mit den Kollegen ein bisschen was bauen. Müssen wir gucken, wie viel wir müssten eigentlich genug von dem Zeug haben, weil die 60, die ich brauchte, die habe ich schon lange gearbeitet. Gucken wir doch einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, und dann können wir da drin, wenn es geht, nein, nicht da oben drauf, danke, den Spaß rüberkommen lassen.
Aber jetzt mal, was wir da haben. Ups! Nein! So sollte das nicht laufen. Ich vergesse immer wieder. Ich brauche ja Strom dafür. Das ist ungünstig. Hier läuft noch der letzte Rest an Turbodraht raus. Das haben wir auch fast. Und dann sind unsere. Da musste ich noch mal ein bisschen was oben drauf setzen. Weil, der ist nicht voll, aber wir sind bis dahin voll. Einer hätte gereicht. Zwei waren zu schade. Macht nichts. Das ist jetzt so ein Volltreffer wird, hatte ich aber auch nicht mitgerechnet. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal zwei. Machen wir mal drei voll. Packen wir den Spaß hier weg, oder? Nee, überlegen. Da könnten wir eigentlich machen. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Ich Beton hatte. Beton war da. Beton mal hier rein. Dann können wir noch ein bisschen mehr von da mitnehmen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann haben wir eine komplette Reihe. Und hier brauchen wir so viel wie geht. Den Rest haben wir auch. Das wären dann die Sachen, die ich hier hinlaufen lasse. Wir müssten mal gucken. Das hätte ich gerne von dort. Ich wollte gerade sagen, warten wir doch eben, bis das hier fertig ist. Aber das hat mir das Ding selbst abgenommen. Wie schön. Dann gehen wir nämlich hier hin. Und machen einen Fusionator nochmal dahin. Da war ein Fusionator, genau hier vor, da rein. Und der Spaß geht von da dorthin, dort rein. Hier runter. Nehmen. Echt jetzt? Ja, komm. Jetzt ist die Frage, packe ich die Sachen... Mache ich mir die Mühe, das auf mehrere Bänder zu verteilen? Was hier absolut blöd wäre. Ich könnte maximal zwei reinsetzen oder müsste jetzt noch mehr zusammenbasteln. Kommt dann eh wieder auf eins. Oder lasse ich das direkt auf einem? Und ich glaube, ich entscheide mich für Letzteres und lasse das auf einem. Werde die da vorne zusammenbasteln. Dass da immer was aufs Band kommt. Ich muss nur überlegen, wie ich das am sinnvollsten hinkriege, dass es auch wirklich schön gemischt ist. Damit hier alles hinkommt und dann, das können wir jetzt direkt als erstes machen, weil wir sind ja hier so weit durch, geht der Spaß hier in den Schredder. Anstatt wieder zurück. Ja, die andere Frage, ob wir... wir haben noch einen. Wäre halt noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich das, was hier rausgeht, das nochmal in den Splitter rein. Sieht jetzt erstmal blöd aus, aber ich glaube, das ist gar nicht so doof. Weil dann können wir hier hingehen und den Kollegen darüber laufen lassen. Dahin. Wäre nicht intelligenter Splitter viel intelligenter gewesen? Ja, wäre er. Das heißt, wir machen das nochmal. Mit einem intelligenten Splitter, für den uns Dinge fehlen. Die wir irgendwo hier drin haben. Da. Eck der zweite. Okay. Komm her. Nehmen wir mit. Ist auch gut, dass ich das. Wobei, nee, ich brauche keine Splitter, ich brauche das Motoren. Ich habe die doch. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich denke. So. Die mitnehmen.
den Kollegen dorthin setzen. Ja, den dorthin sitzen, nach oben, darüber. Danke. Du gehst da rein, du gehst da rein. Und du gehst dort ran. Bist weg, sehr schön. Du wirst eingestellt. Nach links. Geht beliebig. Mitte geht gar nichts. Mitte geht gar nichts. Und rechts geht Überschuss. Das heißt, sobald das hier, wenn hier irgendwas ankommt, was jetzt gerade ein bisschen unwahrscheinlich ist. Ich hätte das so einfach direkt in den Dings reinlaufen lassen können, oder? Das ist ja noch besser. Bam. Wer geht da rein? Das geht da raus, auch das Band fertig. Sehr gut, machen wir so. Also alles wird erstmal da drauf gepackt. Sollte das hier irgendwann mal volllaufen, aus welchem Grund auch immer. Das Ganze, wenn das hier im Kreis läuft. Jo. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch eine richtig bescheuerte Nummer. Dann läuft das nämlich das erste alles voll und läuft dann da unten raus. Dieses System ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist mir klar. Das ist mir auch vollkommen bewusst. Aber ihr versteht mich, oder? Danke. So. Hier haben wir gesagt, kommt an. Das wird ein Beton für. Okay, also da kommt dann nachher ein Loch hin, da unten geht das da lang. Ja. Wunderbar. Es wäre natürlich immer gewesen, das direkt hier durchzuziehen. Wie mache ich das denn jetzt mit rechts? Was kann ich denn ihm beiseite? Ach komm. Packen einfach eben. Die gehen Gott sei Dank schnell weg. Und was ich gerade auch nicht brauche, den Kram, die brauche ich nicht mehr. Dann kann ich ein bisschen Beton mitnehmen. Beton war nicht das Beton. Ja, ich sollte es mir mal wieder dran schreiben. So, das reicht. Weil ich wahrscheinlich was anderes weggetan, was ich brauche oder so. Aber egal. So, wir haben da dran. Dann gehen wir einmal hier runter. Sagen dort. Bitte in diese Richtung. Und dann heißt das mitkommen. Reicht das einfach mittig? Wir machen das mittig, dann geht das schön durch mit möglichst wenig Clipping. Aufpassen, irgendwann geht es gleich hier runter. Okay. Fehler ist im Weg, das weiß ich. So, ab hier ist zu lang. Könnte auch versuchen, hier weg und dran schaltern. Ich hätte mir einen Weg untersetzen sollen. Keine Angst, so clever werde ich gleich nicht mehr sein. So. Ja, auf die Idee komme ich gleich nicht nochmal. So, wir machen das anders. Hier liegen wir noch. Wir gehen hier rein.
die Mitte und laufen dann auf diesen Stern. Wir warten, ab wo er uns sagt, kann ich nicht mehr. So, wir machen es um. Und dahin. Ich würde sagen, das war aber sehr gut geschätzt. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Müssen wir noch ein paar Renner. Die drei. Jetzt bis da vorne und ziehen dann schräg rechts vorne. Und das machen wir jetzt auch einfach eben so. So eben den Modus wieder ändern, sonst ist das ein Klick zu viel jetzt mal. Na. Ich muss mich gerade tatsächlich konzentrieren. Tut mir leid, wenn ich nicht so viel sage. Es ist nicht schwer, aber ich habe das Gefühl, es überfordert mich. So, wenn ich jetzt hier rüber gucke, kommen wir genau auf die Ecke dort. Okay. Dann ziehen wir nochmal durch. Bei meinem Glück habe ich gerade so beschissen aufgepasst, dass ich jetzt in die falsche Richtung gehen lasse, das Ganze. Weil es sieht richtig aus. So schlimm ist es dann doch nicht. So. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahin. Umdrehen. Ist zu lang. 7 noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir hier.
interessiert mich. Nicht. Okay, den kann ich hier links unten stellen oder was? Dann will ich nur oben drauf. Okay. Dann hast du Pech gehabt, hängst du halt buchstäblich in der Luft. Siemens Lufthaken. Kennen sie alle. So, wir nehmen noch so ein paar von denen. Sind wir ziemlich gut drüber. Passt. Dann laufen wir da nochmal hin. Wenigstens da hängst du wieder richtig. Und dann geht das hier hin. In dem Fall, Förderband ist zu lang. Na bitte, dass du bis hier hingehst. Jetzt wieder bis dahin. Und ich habe. Ich kann raus. Perfekt. Und hier geht der Spaß runter. Wie machen wir es jetzt? Wir fliegen jetzt mal hier. Habe ich noch genug? Ich kann da hinten meine Container noch rüsten, das ist super. Ah, jetzt nämlich folgendes. Und zwar sagen wir, ganz oben, na, kann ich sie nicht dran packen, ne? Das funktioniert. Okay. Das heißt, machen wir anders. Wir setzen da noch einen dran. Dort kommt der Fusionator hin, der in die Richtung geht. Der wiederum bringt mir ein Band bis hier hoch. Das wiederum geht da. Anders. Genau, erstmal was trinken. Wir kommen von da. Gehen so. Können uns hier. Den noch und lassen den da rein. Jetzt gehe ich jetzt noch hier rüber. Müssen wir eben überall vormachen. So, da fangen wir nämlich da hinten an. Lassen das nach vorne wandern. Jetzt da können wir hingehen und das Ganze so machen, würde ich behaupten. Fusionator, damit ich in die Richtung. Danke. Danke. Dahin.
Oh, das stimmt. Der passt. Er passt. Er passt. Warum passt? Du passt. Du bist mittig und passt auch. Du bist hier. Ach, ich lasse mich gerade veräppeln. Ich muss ja auf den achten. Okay. Und. Du passt dahin. Gut. Jetzt setzen wir das hier aber auch so hoch. So, und dann haben wir uns den Spaß gegönnt und haben das einfach gemacht. Nein. Ja. Ja, rein da. So, den haben wir. Dann lassen wir dich einmal ganz hoch gehen. Dingern. Ich muss hier nach oben. Ja, ich habe mich hier verzählt. Genau. Du kommst da drauf und gehst. Hier werden wir noch interessanter. Okay. So. Du gehst jetzt nicht so da rein. Eieieiei. Da immer die richtige Höhe finden, ist echt schwierig. Das sollte passen. Kriegen wir den da unten angeschlossen? Ja. Ist da die richtige Höhe. Dann gehen wir mal hier hin. Und dahin. Oh, so zeittechnisch gleich aber auch schon wieder durch. So, da läuft eine Menge Beton durch. Das ist schön. Dann haben wir gesagt, den. Dahin. 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 Müssen wir da vorne gleich nochmal machen. Jetzt lassen wir uns mal hier runterfallen. Setzen noch eben die Kollegen dran.
sollte dann ordentlich da hochgehen. Hoffe ich. So. Ja. Also auch die der Draht müsste jetzt da oben ankommen. Gerade welchen gesehen. Okay. Egal. Das ist ja Gott sei Dank alles nicht auf hohe Effizienz ausgelegt, sondern einfach nur auf. Hoffentlich falle ich nicht runter. So, wir machen das eben zusammen zu Ende. Würde ich vorschlagen. So. Dahin. Da kommt das. Dann haben wir das Band, das von da darüber geht. Zusammen. Und jetzt müssen wir gucken, wie weit kommen wir. Von da bis etwa da. Also machen wir den hier. So. Reichst du bis darüber? Ganz knapp nicht. Ja, komm, dann machen wir. Also, wenn es ganz knapp ist, dann machen wir den. Wunderbar. So, und hier ist unser Sushi-Belt. Wunderschön. Geht da rüber, geht da rauf. Und bringt uns alles nach da drüben. Und während du jetzt hier das darüber bringst, schwebe ich sanft herunter. Das war ohne mir weh zu tun. Das heißt, uns wird das Zeug, was wir jetzt so immer mal wieder brauchen, schön darüber gebracht, damit wir bloß keine Engpässe an Zeugs haben. Das ist natürlich jetzt suboptimal fürs Holen von den Kupferblechen. So, aufhören. Aber er ist gut genug. Ja, läuft schön alles da rein. Da unten lang. Da brauchen wir ein Kupferblechen, da brauchen wir eine ganze Menge, die wir hinten produzieren. Und die gehen irgendwo. Wo haben wir sie denn? Da. Da ist unser Kupferblech-Container hier, oder? Ja. Ja, das ist so ein Dauerndes. Aber wir haben wenigstens schon mal das Zeug, dass es hier hinkommt, soweit umgesetzt. Da bin ich grundsätzlich erstmal zufrieden. Was wir nicht haben, genau, weil die Dinger, die gehen natürlich jetzt immer hier hinten rein. Da sollten wir vielleicht nochmal einen hier hinter setzen oder so. Das wäre eine Möglichkeit, also einen noch hier hinter zu setzen, der Fläche nimmt. Wobei andererseits ist es auch vollkommen egal. Ich müsste nur die Teile einmal ein bisschen sortieren. Im Zweifel setzen wir einfach nochmal hier zwei oben drauf und gut ist. Okay. Dann können wir da auch weitermachen. Das Prinzip habt ihr verstanden. Ich würde sagen, die. Was hatten wir gesagt? 200 irgendwas. Die machen wir mal fertig da hinten und dann durch da hinten. Einmal drüber. Nein, habe ich nicht stehen lassen. Gut. Ja, also da würde ich dann gucken, dass ich die erstmal fertig mache.
Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir uns da zusammen angucken über noch 3, 4, 5 Episoden. Aber da schauen wir mal. So, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ich für ein Thumbnail mache. Aber da kriege ich auch, ne? Ich glaube, ich habe eine Idee. Gut. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen weg, großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.